Also der Synchronsprecher von Bruce muss wirklich sehr viel Spaß dabei gehabt haben. Also ich hätte Spaß dabei gehabt, diese total schrägen Schachtfeger Endrosch, diese total schrägen Dialoge einzusprechen, das muss schon irgendwie. Warte mal. Wir haben doch da was gekriegt, nämlich den Malmagaroscho. Hier, Alter, ne? Lass das mal Frohgrimm machen. Hier den alten Kriegshammer, den kannst du mal sauber hier dem Magier ins Inventar stuhlen. Du hast ab jetzt den Malmogroscho. Alter Schwede. Ja, da sind wir doch schon wieder. Lass mich mal gucken. Alter! Bei Tor. Oder? Warte mal. Ich? Ja, zum Beispiel. Muss das mal machen. Sorry. Bruce, du stehst nicht heldenhaft genug für uns, für unsere Truppe. Georg, du stehst nicht heldenhaft genug für unsere Truppe. Meint ihr? Das sieht doch mal krass aus, Kollegen. Also ich weiß nicht. Wir sind zwar jetzt nur Typen, also das finde ich irgendwie nicht so doll. Aber immerhin, komm. So, ich nehme mal unseren Georg und dann gehen wir mal den Schachtfeger dort mal. Was sagt ein Schachtfeger denn zu uns? Moin, Schachtfeger. Hallo. Wer ist da? Ich kann euch kaum sehen. Ja, weil du Ruß in den Klüsen hast, denke ich mal. Ich stehe doch genau vor euch. Wer seid ihr? Nun, Bursche, ich bin Endrosch, Sohn des Etosch Grimm. Das ist mal ein ganz neuer Name. Einer der Schachtfeger von Murolosch. Ich mache eine kurze Pause. Unsere Schicht ist gerade zu Ende. Nach der anstrengenden Arbeit habe ich mir ein Bierchen wirklich verdient. Meint ihr nicht? Pass auf, dass da kein Gift drin ist, Kollege. Ach, nix. Lebt wohl. Okay. Ja. Wir gucken uns hier mal um. Gibt es denn hier irgendwas zu zerklöppeln? Ja, natürlich gibt es hier auch was zu zerklöppeln. Ui, schön. Ich dachte schon Holz. Aber Holz bei den Zwergen dürfte nicht so begehrt sein. Was ist das da unten? Können wir da runtergehen? Ich will da runtergehen. Das sieht interessant aus. La 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 la. Weißt du, wenn einem diese Tür in den Arsch fällt, ne, dann hat man aber noch gleich erstmal 10 weitere Po-Löcher. Das ist just saying. Okay, wer ist das denn da und warum steht der da? Moin, Bergwerkswache. Wartet, die Stollen hier unten sind zu gefährlich. Oh, ich muss dringend in den Pilzgarten zu Grimbolosch. Gut, dann bringe ich euch dahin. Okay. Ja, jetzt habe ich die Uhr auch nicht auf dem zweiten Bildschirm. Das ist aber auch egal. Ich kann ja mal kurz das Handy anschmeißen. Oh, nicht mal 1 Uhr. Ich fange in letzter Zeit immer ein bisschen früher an. Das ist von Vorteil. So, wo sind denn die Pilzgärten? Was ist das hier? Oh. Hey, irgendwo Murolosch. Ein Schild schützen seinen Träger gegen. Ein Schild schützen die meisten gegen einen Dings da, Bumster. Was ist das hier? Sind wir hier gerade runtergekommen oder? Ja, genau, hier sind wir doch runtergekommen. Ich verstehe das nicht. Wartet, die Stollen hier unten. Hey Vögelchen, du wolltest mich zu Grimbolosch bringen. Jetzt bin ich im Pilzgarten. Was ist denn los hier? Heute. Ein Schild schützen seinen Träger. So, das hier sollen dann wohl die Pilzgärten sein.
Also ich sehe noch nicht viel Pilze. Vielleicht wird hier ja auch Pilz angepflanzt, ne? Das kann ja sein. Und hier unten soll es nicht ganz ungefähr... Ich bin auch ein Horst. Ich hab's jetzt kapiert. Ich hab's kapiert. Lacht nicht. Alles gut. Ich bin ja gleich wieder da. Ich bin ein Zwerg und ich grab mir ein Loch. Loch, Loch, Loch. Ja, ja, bring mich hin. Also, diesen Gang nicht lang, den einen. Also, das ist, das war jetzt peinlich, sorry. So, also, da ist Sackgas. Da geht raus. Wie sieht's hiermit aus? So. Ja, das sieht doch schon eher nach was aus hier. Moin, Digga. Rimbolosch. Seid gegrüßt. Ich vermute anhand eures Gesichtsausdrucks, dass ihr nicht hier seid, um Bierbowiste oder Bratpilze zu erwerben. Bierbowist und Bratpilz. Bratpilz, lecker. Also ich brate mir ab und zu mal auf ganz besondere Art und Weise Champignons und so weiter. Ne? Also kannst du feine Sachen mitmachen. Übrigens mit einer Rotweinsauce und so weiter und so fort. Champignons und Rotweinsauce. Mit einer Spur Blauschimmelkäse. Lecker, lecker. Aber Bierbowiste. Gut. Richtig, Meister Xolgorax wurde vergiftet und Lugosch schickt uns, um einen Glautamaschpilz von hier zu holen. Er wird für ein Gegengift benötigt. Könnt ihr uns helfen? Da hilft nur suchen. Ihr könnt den Pilz leicht erkennen. Er ist ein purpurner Pilz, der meist einzeln wächst und kleiner ist als die meisten Pilze hier. Ich selbst gehe wegen der Naraxim nicht mehr tiefer hinein. Naraxim, was soll denn das denn sein? Wegen der was? Der Naraxim, wie heißt das auf Gareti? Skorpione, ihr könntet noch einen Gefallen tun. Ihr könntet mir noch einen Gefallen tun mit euren ganzen Waffen. Vertreibt doch bitte diese Skorpione aus meinem Pilzgarten. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Ich habe also komplett falsch gelegen. Keine Amöben, keine Gruftasseln, keine Skorpione, keine Spinnen, sondern ihre größeren Freunde, die Skorpione. Da ich ohnehin nach dem Pilz suchen muss, erledige ich das gleich mit. Seid unbesorgt. Ich beende diese Plane. Skorpione, ihr meint diese handgroßen, giftigen Krabbeltiere? Eine tut Not, denn Meister Xorosch ringt mit dem Tod. Da kann ich nicht auch noch Kammerjäger geben. Skorpione, ihr meint diese handgroßen, giftigen Krabbeltiere? Oh nein, handgroß, haha, das wäre schön. Dann würde ich sie selbst zerstampfen mit meiner Schaufel. Nein, leider sind diese Exemplare hier riesig. Selbst wenn sie nicht giftig wären, könnten sie jeden Zwerg mit ihren Scheren und Stacheln gefährlich werden. Aber ihr seid ja auch recht groß. Da wird das keine Hürde darstellen, oder? Naja, gut, machen wir. Sehr gut, sehr gut. Ich danke euch schon im Voraus. Jo, ist nicht das Erste, was wir platt machen. Ja, ich hoffe, ich werde für meine große Schnauze nicht gleich bestraft. So, ich habe in der letzten Zeit zu viel Klaus Kinski geguckt, deswegen die große Schnauze. Okay, weißt du? Molgo-Frosch, komm mal her. Molgo-Frosch. Beeindruckend. Nahrungsanbau unter dem Berg. Und auch befremdlich. Ach, wir haben gar keinen Fallen-Entschärfer dabei. Das ist ja auch ein Ding, ne? Falle wurde ausgelöst. Wen hat es denn getroffen? Ich sehe niemanden. Ja, also diese Pilze hier werden es dann wohl nicht sein. Das wäre zu schön. Ja, ich muss ja hier auch noch den Kammerjäger geben, ne? Ja, wie viel hat er denn jetzt abgekriegt? Ja, ich glaube, wir haben schon ein Problem. Mal alle zurück. Alle zurück. Ich hoffe wirklich, dass ich mit unserem Zauberer eine gute Wahl getroffen habe. So, da kommen schon die Scorpsies. Die Scorpions kommen da. Nö. Das ist eine Smaragdspinne. Irgendwie habe ich doch geahnt, dass auch die noch irgendwo hier ihr Unwesen treiben werden. Jutti, dann eben du. Umreißen. Okay, also den können wir hier hoch ballern irgendwie. Wenn es eigentlich, wenn ich den mal mache. Gelinge im Schein der Marder. Ich liebe diesen Zauber. Nein, diesen Spruch. Halt. Nein, dann soll er das nicht machen. Mal auf.
Kollege Schnürschuss. Magica perturbatio. Ich hatte es total vergessen, dass der Kerl diese dämlichen Sprüche bringt. Gelinge im Schein der Marder. Das ist mein Lieblingsspruch, gelinge im Schein der Marder. Das ist, wusstest du noch gar nicht, dass Marder leuchten? Wusstet ihr das? Dass Marder leuchten? Also, ich weiß bisher nur, dass sie Schläuche und Kabel im Auto durchfressen. Das, vielleicht leuchten sie dann ja, wenn sie unter Strom stehen, wer weiß. Red keinen Scheiß, Sonny, sondern mach seine Arbeit. Recht ihren Widerstand. Warum mache ich hier eigentlich so viel Aufwand für so ein paar beknackte Spinnen? Hier, mach mal Perturbatio. Perforiere mal die Pupertius. Komm. Für Ardo. Auf ihn. Och. Ist ja niedlich. Da muss ich ja gar nichts zutun. Nimm das. So. Georg, warte mal kurz. Wie sieht es eigentlich mit deiner Tierkunde aus? Bist du eigentlich gut geskillt in Tierkunde jetzt? Ach, du kannst doch. Super. Ich will ja nicht das Risiko eingehen, dass wir hier gutes Loot verlieren. Weil auch diese Spinnenfangzähne sind recht und die Seidendrüsen sind recht gute Handelsgeschichten. Da haben wir das meiste von unserem Geld, glaube ich, mitgekriegt. Was ist das für eine dramatische Musik hier? Das ist ja unglaublich. So, also ich spiele exakt so lange noch, bis hier der Tee alle ist. Apropos. Denn noch einen machen werde ich mir nicht, aber... und da ist nämlich noch... Mate mit Ingwer, allerdings gegast. Ne? Und ihr wisst Bescheid. Ich versuch mein Bestes. Ich liebe das Zeug einfach. Also gegastes Zeug und Let's Playen. Absolut coole. Also hier sind überall Fallen. Und Vorgrim ist ein echter Trampel, aber er ist nun auch ein Tank. Insofern kann er eine Menge ertragen. Lass mich mal schauen auf die Karte. Da ist Grimbolosch. Also hier geht es nirgendwo anders lang. Zieh mal die Leute zusammen hier. Machen. Ja, auch wenn Vorgrim das macht, sind das enge Gänge hier. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen will ich hier auch die Leute zusammenziehen, damit wir hier vielleicht ein bisschen... Das sind nur Platzhalterpilze. Ich bleibe erstmal geradeaus. Ja, ach, lass ihn ruhig reinlaufen. Ja, ich meine, wäre jetzt natürlich klasse, wenn wir jetzt einen Fallenkiller dabei hätten, aber weißt du was, der Vorgrim, der hat sich mal einen vollen Gullmond verdient. Guter Gullmond, du gehst zur Stelle. Wir hätten uns hier mal einen, ja, wer kommt denn da? Ach, das lohnt sich ja kaum. Kommt drauf an, wie viele das sind. Also ich lasse die auch rankommen erstmal. Wer weiß, vielleicht ist das ja gar keine. So, ich mach die mal alle aggro. Wie war das mit J, ne? Jottchen. So. Also, die Spinnchen werden uns nicht sehr viel tun. Okay, also der hat von Skorpionen gesprochen. Ich glaube dann doch, dass er Spinnen meinte. Ah, es wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Raum mit Skorpionen drinne. Und die werden dann so richtig fett sein. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wir hatten mal mit Skorpionen zu tun zwischendurch. Und die haben mal richtig reingehauen. Also insofern will ich hier gar nicht so eine große... So eine große Visage schwingen. Was soll denn diese Kampfmusik hier die ganze Zeit? So. Vorgrim. My Goodstop. Komm mal wieder her. Wir brauchen dich an der Front, damit du in die Fallen reinläufst. Alter. Ja, ist ein bisschen schwierig mit der Kamera aufgezogen, hier durch die Gänge zu marschieren. So, was ist denn das denn hier?
Hier kommen wir nirgendwo lang. Das sieht irgendwie verdächtig dort aus, aber das ist nur so ein Geflinsel. Hier geht's weiter runter. Ja, also. Ach, ich sehe die Skorpione. Im Schein der Marder. Ich glaube, wenn es der Herr hier nicht gleich komplett versaut, dann könnten wir denen schon mal. Ich kann den gar nicht angreifen. Das ist wieder so eine Scheuse, wo man erstmal reingehen muss und dann, Lass das mal Vorgrim machen. Oder, ne? Warte mal, dann machen wir das so. Wir wollen zumindest ein bisschen uns vorbereiten. Da, einmal den. Und mach dir mal einen Gin Tonic hier. Und du, guter, ne? Du kannst das ja auch hier. Komm, Pareo. Wie inbrünstig er da schreit. Voller Inbrunst. Brunst, Brunst. Und wie spät ist es denn? Ich wollte nur gucken, wie lange wir aufgenommen haben. 2 Stunden halb. Jetzt geht es ja aus mit Pausen allerdings. Ein Schwert, ein Wort. Müssen wir da extra reinlaufen, damit wir die Reaktion der Herren erstmal auf uns ziehen und dann der Herren Skorpione. So. Ja, und jetzt können wir sie angreifen. Ist doch so Scheuße. Ich wollte dir ein paar Feuerbälle entgegenschmeißen, ehe die zur Stelle hier uns was Böses tun können. Ist hier irgendwie noch mehr? Ja, natürlich sind da noch mehr, ist doch klar. Okay. Mach mal. Für Rondra und Pharmalor. Für Wodka und das Pharmalabor. Es hört sich zwar überhaupt nicht nach Wodka an. Aber Horsey, hast du einen Knick im Ohr oder was? Nicht böse gemeint, aber das hört sich doch nicht nach Wodka an. So, ich frage mich, warum man immer einen Halbkreis bilden will. Das ist irgendwo verdächtig. So. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier gleich ein bisschen aufs Maul. Meint ihr nicht auch? Sikarian. Ja, Sikdolan. Jeder Türke wird es verstehen. Im Schein der Marder. Die ins Kabel gebissen haben und unter Strom stehen. Komm, ich verstehe schon. Komm, Pareo. Ah, da kommen die anderen beiden. Okay. Ist der eine schon tot? Jeppa, das sieht was ziemlich gut aus. Warum stehst du in die Richtung? Ach so. Das ist eigentlich ganz gut. Du willst unsere Magier schützen. Das ist eine gute Angelegenheit. Ja. Und immer schön Widerstand brechen. Lass das mal Vorgrim machen. Er brecht in ihren Widerstand. Vorgrim, mein Guter. Bei Angroschs Bart. Alter, so viele. Das sind 4. Was riechst du dich so aufgelegen? So, dann. Compareo. Also ich glaube, das mit dem Magier werde ich noch bereuen. Jetzt die ersten Male werde ich noch über seine Sprüche lachen können. Aber ich glaube... Gelinge im Schein der Marder. Soll ich mal seinen Yasala Pupasala mitnehmen? Also da ist der hier wahrscheinlich noch angenehmer. Ja, ich weiß warum. Dann eben ich. Ja, das ist gar nicht gut, was da eben passiert ist. Der Taktikmodus, der Tic-Tac-Modus war doch tatsächlich noch falsch. So, das dürfte eigentlich der letzte sein. Formation! Ja, meinetwegen. Halt. Diese Musik habe ich aber nicht im Soundtrack. Kann das sein? Ach, unser Magier ist vergiftet. Das ist ja mal was. Bei Angroschs Bart. Das wird jetzt der neue Georg von Adrian, der fällt immer um. Der neue Streiter der Drachenqueste. Komm. Komm, Pareo. Alter.
Sikarian. Sikzolo. Er dreht sich in die falsche Richtung. Das ist natürlich super. Ja.